Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringenkarte. Wir fahren jetzt Richtung unsere Felder für Raps und Weizen. Wir werden noch das zweite Mal düngen. Ich hätte es beinahe vergessen. Ja, der Gärgasse fährt los. Ob der auflädt, kann man da hören. Also sehen oben links. Ne? Also der mit 53 km/h fährt aktuell, der 1040. Sollte dann gleich Gärgasse aufnehmen. Wir haben noch 600.000 da auf Lager. Wir werden hier in Gärreste ein bisschen Gülle reinfahren und ein bisschen Mist, sobald wir das alles haben. Eher Mist, das bringt mehr ein als Gülle. Müssen wir durch das Förderband entsprechend umbauen. Ne? Blüht der Raps schon. Also wir hatten ja gestern noch viel Schnee, ne? Teilweise, also war Feldarbeit noch nicht möglich. Und heute blüht der Raps schon. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ob das eine gute Idee war mit 3 Tagen? Naja, gut. Ich dachte, er ist schon bald. Pflegereifen haben wir? Ja, haben wir, gut. Sonst ist es ja... Er blüht schon. Wahnsinn, so, was haben wir Leistung? Rechne, FPS 57, ich glaube nicht, gute Pass. Kursgenerierung, Feld 49. Vorgewende machen wir 2. Mein guter Dünn geht auch relativ schnell. Generieren wir Kurs. Dann machen wir schnell die Felder fertig, also hier 49, 48 und 43. 41 muss auch noch gemacht werden, ne? Also mit Dünger und so. Zurück und einstellen. Gut, schauen wie lange braucht dafür. Das grob 20 Minuten. Also wir haben ja noch notfalls noch einen weiteren Düngerscheuer da. Ja, da fehlt was. Das scheint sehr, sehr fruchtbar zu sein. Also die Fruchtfolge zeigt Verwirklichung. Eine gute Ernte erwarten. Feucht war es auch bis jetzt. Regen noch keinen gehabt, aber irgendwie so vom Schnee und haben wirklich genug. Die brauchen kein Futter mehr, die werden mal verkauft. Unsere Milchkühe. Mittlerweile haben die schon Mist, ne? Schon viel. Und da haben wir genug Gülle, aber keine Sorgen, ne? Gut, wir brauchen noch 19 Minuten. Das heißt, 19 Minuten, das heißt 19, ne? Wir müssen noch einen zweiten nehmen. Mal kurz Kontrolle. Gut, hat geklappt. War was Gutes. So, dann wollen wir den nächsten nehmen, Fahrzeug nehmen, da ist ein Gewicht. Dazu werden wir den mal ganz kurz mogeln, ne, zum Winter, zum Winterreifen, sag ich, und zur Pflegebereifung. Da können wir auch gleich mitnehmen, ne, wenn wir gar nicht lange rumzögern. Dann nehmen wir dann gleich mit. Auf dem Weg, ne. So, mehr Fahrzeuge haben normalerweise. Von denen sollte ich 3 da, normalerweise. Wo schwirren die alle rum? Einer ist im Stall, glaube ich. Nee, das ist nicht. Ja. Gehört noch hier im Stall. Ein Dünger Steuer ist noch beim Händler. Ist auch für kalt gedacht. Den hängen wir hier aus. Weil wir jetzt nicht. Also ich will nicht wenden, deswegen, ne? Kommen wir sonst nicht an den Ding ran hier. An das Symbol. Ja, waschen ist auch notwendig. Aber nicht heute. Gut, dann reparieren wir gleich für 1, ne? Und
Vor allem brauchen wir Pflegebereifung. Sonst ist das nicht gut. Fürs Feld. Wir werden mit einem nicht auskommen. Also 20 Minuten. Gut, okay. Mein. Aber wir haben ja die Fahrzeuge dafür da, ne? Tank ist voll. Oh, das reicht doch gerade so. Müssen wir nachher noch eine Fuhre kaufen. Wahrscheinlich brauchen wir noch was. Gut, für heute garantiert nicht. Die Felder müssten dann reichen, also dann haben wir auch die Felder fertig. Wo ist auch die neuen Felder, die wir jetzt gerade mit Gärreste anfangen zu düngen. Stufe 1, 2 Stufen werden wir noch sicherlich auskommen. Schon wieder halb 9, das ist Wahnsinn. Ja, wenn man nachher das so ein Trödel, ne, da wird schon nichts, ne? Um 3 erst begonnen. Ja, das ist der Dünger alle. Gut, dass wir den ganzen, den Rest zur Arbeit haben. Aber genau genommen hätten wir auch die Dinger behalten können, ne? Die Düngersteuer. Na ja, gut. Ja, hinterher ist immer schlauer, ne? So, jetzt geht's mal Richtung Feld Nummer 42. Und ich will ein Gas geben. Also die Ernte ist in der zweiten Hälfte im Sommer, also am zweiten Tag beginnen. Könnte beginnen, ne? Also könnte. Von daher haben wir noch, wir haben Tag 2 im Frühling, also von daher. Irgendwann ist vorbei mit auch mit Düngen, ne? Dann ist reife wird's reif, ne? Und eine Frage der Zeit, bis trocken wird, ne? Und wie gesagt, wenn man im Herbst aussieht, ist es auch im Frühjahr entsprechend schneller auch reif, ne? Ist ja so, ne? Es kann ja viel, viel früher wachsen in dem Sinne, ne? Wenn man erst im Frühjahr anfängt, dann ist es, muss es immer keimen, dann muss es wachsen und das dauert eine Zeit. Und wenn es im Herbst schon ein paar Zentimeter gewachsen ist, dann hat er schon mal zumindest in die Wurzeln kräftig ausgebildet. Ne? Also ganz andere Startbedingungen, als wenn wir jetzt hier jetzt im Frühjahr aussehen würden. Auch mit dem Risiko, dass es im Frühjahr mal trocken sein könnte. Und so kann es im Herbst, fällt doch eher ein bisschen Regen oder mehr Regen als also eher die Chance, besser zu wachsen, ne? Fällt hier so komisch. Ganz hoch. Pappeln? Ja, Pappeln, das hatte ich mal neulich gesucht, den Begriff, ne? Also das die Wortwahl. Ich bin mir hier rauf, ist egal. So. Das ist dann Feld Nummer 48. Zwei Runden. Weich generieren. Ja, hier tut es ein bisschen schwer. Den ersten Wegpunkt und war schon das alles. So. Und was machst du jetzt hier? Achso, ach ja, okay. Na, das ist die Form geschuldet, das ist ungünstig. Er braucht noch 17 Minuten. Und
Und er schon wieder alle. Ja gut, das von da bis da ist nicht viel, ne? Also muss er oft fahren. So. Ja, dann müssten wir eigentlich bald uns Gedanken machen wegen Grasmähen, ne? Ja, da habe ich was vor. Und zwar Ballenpressen brauchen wir da. Wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen viele Fahrzeuge, wir brauchen Geld. Geld ist Stichwort. Wir müssen erstmal sehen, dass wir die Förderbänder. Wir haben noch einen Traktor hier frei irgendwo. Da ist der andere. Okay, der ist Pflegebereifung. Wir werden mal holen die Förderbänder. Wir brauchen mindestens eins. Das blaue nehmen wir vermisst. Erstmal, ne? Und das andere für hoch. Da können wir schon Mist-Dings fahren in unsere BGH. Kriegen ein bisschen Geld dafür. Sind wir jeweils morgen früh? Oder im Game morgen früh? Dann könnten wir noch Milch verkaufen. Wir könnten unsere Rinder verkaufen. Ja, zum Beispiel alles sowas. Den großen müssen wir noch nehmen und dann und den kleinen blauen. So. Das heißt, erstmal runter. Motor starten. Weil das, ich brauche jetzt den ganzen Mist. Den ganzen Mist für die BGH, ne? Also dazu braucht das Förderband, ne? So. Und den muss ich mal schnell zur BGH fahren. Also so ein Kuhstall. Das Ding auch. X. So. Jetzt werden wir das mal gleich schnappen und dann so rüberfahren. Die Lage machen wir erstmal nicht. Du bist aber auch ein Ober. Nee, das gibt's doch gar nicht. So war auch nicht geplant, du. Dann muss ich immer sehen, dass wir zum Lager fahren, ne? Sonst haben wir das Ganze, das wird eben gar nicht. Das nimmt die BGH nicht an, du. Was denn zu grob? Oh, Gegenverkehr. Gegenverkehr auf der Straße. Bin ich gar nicht gewohnt. Wer fährt denn hier mal lang? Wir sollen zum Lager fahren. Lagern bis auch an. Bloß ist ein Anhänger, da kippt er sofort aus, ein anderer Anhänger. Praktisch, ne? Aber es ich werde es dann los, ne? Ein Förderband. Ja. So war es ja nicht geplant, aber das kommt ja leer. Machen wir es so. Das dauert nicht so lange. Das kann ich in aller Ruhe mal machen, wenn ich Lust und Zeit habe. Jetzt hatte ich keine Zeit dafür. Ich war eigentlich Lust zu warten, ne? Wir wollen ran zum Misthaufen, ne? Gut, wenn wir hier keine machen, wir werden hier Misthaufen machen.
Das Tauchen bringt mehr Kohle ein als, als der andere Preis, ne? Jetzt haben wir das andere Teil. Ich meine, viel Mist ist ja nicht, aber oh, mal sehen, was das bringt. So, nochmal zum Lager. Aber nicht hier vor der Mischung. Mal sehen, ob das annimmt. Das Angebot. Ja, mal ist ja mal, ne? Ne. Gut. Dann nicht. Wir fahren dann in Richtung BGH. Also Silo, ne? Für BGH. Leider sind sie buggy. Sowohl, Entschuldigung, sowohl der eine wie der andere. Der andere war nicht buggy, ne? Oder? Der Junge, der gerade dabei war, war buggy. Der hat Probleme gehabt. Ich glaube, der andere hat auch am Rand Probleme gehabt. Aber der Rand ist ein bisschen, ja gut, das ist auch packig. Aber das ist aber eher lösbar mit dem Kehrer als rechts, weil hier steht was rum. Aber allgemein ist es ärgerlich, sagen wir so. Ob es das nun an Even Black liegt oder an Giants, das weiß ich nicht. Ich denke mal an Giants denken wir eher daran, weil das mit allgemein Probleme hat. Warum das so ist, ja, keine Ahnung. Muss das nicht wissen, ne. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ja, wir machen gleich weiter und dann werden wir gleich den ersten Mist zum BGH fahren. Tschüss!